Wir haben die ID-Scanner an allen Flughäfen auf Gara und Themis überprüft. Er hat den Planeten nie verlassen. Dann müssen Sie irgendetwas übersehen haben. Hören Sie, ich liebe James, aber er ist ein armer Kerl. Sollte sich das CDI nicht um die großen Fische kümmern, James ist keiner. Ich glaube, Sie unterschätzen Ihren Ehemann. Er könnte kurz davor sein, einen schweren Fehler zu begehen. Haben Sie gestern das Video der Befreier gesehen? Konnte man schwer verpassen, ja? Wir haben Grund anzunehmen, dass Ihr Ehemann mit den Befreiern zusammenarbeitet. Ernsthaft? Das ist Ihre Vermutung? Er hat vielleicht Drogen verkauft oder mal eine Schlägerei angefangen, aber es liegt außerhalb seiner Liga. Wir haben einige Recherchen angestellt und es sieht so aus, als ob Ihr Mann ein starkes Motiv hätte. Ihr Ehemann wird von den Befreiern bezahlt und er braucht das Geld für ihre Medikamente. Es stimmt, dass ich unter einer Lungenkrankheit leide, aber wir haben es immer geschafft. Ja, Wort mit knapp 2000 Stunden Miesen. Wenn Ihr Mann den zweiten Anschlag ausführt, dann geht er für den Rest seines Lebens ins Gefängnis. Wenn wir ihn vorher finden, wird die Strafe deutlich geringer ausfallen. Haben Sie auch herausgefunden, warum ich eine Lungenkrankheit habe, Mylex? Ich war Minenarbeiterin bei Mylex auf Femus. Hat sich herausgestellt, dass ich über Monate hinweg jeden Tag schädliche Gase eingeatmet habe. Die Chefs wussten davon, aber die Mine hat jede Menge Geld gebracht, also haben sie alles vertuscht. Die Lungen von Hunderten von Menschen wurden irreversibel beschädigt. Und wissen Sie was? Mylex ist davongekommen, wurde von allen Vorwürfen freigesprochen. Keinerlei Entschädigung für die Opfer. Wir müssen unsere Medizin selbst bezahlen. Warum sind Sie hinter meinem Ehemann her und nicht hinter solchen Leuten? Tut mir wirklich leid, was Ihnen passiert ist, aber daran kann ich nichts ändern. Was ich tun kann, ist, Ihren Ehemann davon abzuhalten, etwas wirklich Blödes zu machen. Wir haben Grund anzunehmen, dass Ihr Ehemann in einen anstehenden Terroranschlag involviert ist. Wenn Sie mir irgendetwas verschwiegen haben, müssen Sie es mir jetzt sagen. Was passiert, wenn Sie recht haben und Sie ihn festnehmen? Dann geht er für ein paar Jahre ins Gefängnis, aber es wäre viel schlimmer, wenn wir ihn erst nach dem Anschlag erwischen. Ich habe eine Nachricht auf seinem Cell gesehen. Eine Buchungsbestätigung von einem Hotel, aber nicht auf Femus, sondern vom Hotel Corion, hier auf Gara. Ich dachte, dass er mir vielleicht fremd geht. Er hat bis morgen ein Zimmer dort gebucht. Danke, Mrs. Moore, das ist sehr hilfreich. Versprechen Sie mir, dass er nicht verletzt wird. Er ist ein Idiot, aber er ist ein guter Kerl. Bitte, ich brauche ihn. Ich verspreche, mein Bestes zu tun. Hören Sie, ich bin schwanger. Oh Mann. Wenn er irgendetwas Dummes tun will, erinnern Sie ihn an unseren ungeborenen Sohn. Dann wird er seine Entscheidung überdenken. Das werde ich. Danke für Ihre Hilfe. Corion Hotel. Auch ohne es nachzuschauen, konnte ich mir denken, wo das war. Beim großen Tempel am Corionplatz, einem der wichtigsten saviantischen Gebetshäuser auf Gara. Morgen früh würde es dort vor Gläubigen und Touristen wimmeln. Zweifelsohne war es das Ziel des nächsten Anschlags. Meine Euphorie darüber, endlich Fortschritte in den Ermittlungen zu machen, wurde jäh unterbrochen von der Einsicht, dass ich jetzt eine schwere Entscheidung zu treffen hatte. Ich konnte nur einem von den Plänen der Befreier erzählen. Zora oder dem CDI. Oh Mann. Ich sitze ganz schön in der Scheiße. Hey, fuck, du hast mich erschreckt, was willst du? Hören, wie es mit deinen Ermittlungen läuft, aber nicht hier. Hier ist zu viel los, komm mit. Hier entlang, ich kenne einen guten Platz. Hey, wo ist denn sie lang? Ach, hier, ist sie hier runter? Ich habe sie gar nicht gesehen, null. Hier ist es besser.
Was zur Hölle machst du hier? Verfolgst du mich? Ich habe doch gesagt, dass ich mich wieder bei dir melde. Gibt es irgendwas Neues über die Befreier oder ihre Pläne? Ich habe herausgefunden, wo der nächste Anschlag stattfindet. Gut, wo? Das kann ich dir nicht sagen. Und ich kann deine Tochter nicht beschützen, wenn du nicht mit uns zusammenarbeitest. Du musst uns sagen, wann und wo der nächste Anschlag stattfindet. Wir würden uns gerne mit den Leuten unterhalten, die ihn durchführen. Das CDI darf natürlich nicht vor Ort sein. Heißt das, dass ihr den Anschlag verhindern werdet? Wir nehmen die Leute mit, die ihn ausführen wollen. Hier stehen Menschenleben auf dem Spiel. Das CDI muss eingreifen und sicherstellen, dass niemand gefährdet wird. Lauras Leben steht auch auf dem Spiel. Was habt ihr mit den Terroristen vor? Was wollt ihr von ihnen? Wir fragen sie, für wen sie arbeiten. Und dann lasst ihr sie gehen? Lasst das unser Problem sein. Wir werden schon dafür sorgen, dass sie den Anschlag nicht ausführen können, Neil. Ich vermute, dass es einen Anschlag auf die große Kirche am Chorionplatz geben wird, morgen früh. Ist das die Wahrheit? Das ist meine Vermutung. Gut, danke. Denk dran, dass du das mit dem CDI nicht verraten darfst. Dass du das dem CDI nicht verraten darfst. Ich habe getan, was du wolltest. Lass dir Laura jetzt gehen? Noch nicht. Willst du ein Bier? Für Trofino annehmen. Ein Bier? Ja, der geschäftliche Teil ist vorbei. Du zerstörst mein Leben und nennst das den geschäftlichen Teil? Sieht so aus. Hör zu. Hast du meine Nachricht übermittelt? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass die Sonne im Norden schläft. Okay, danke. Was bedeutet das? Ist das ein Codewort oder sowas? Nein, das kommt aus unserer Kindheit. Ich kenne Boyd schon lange. Ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hast. Ich glaube nicht, dass ich gut bin oder jemals war. Aber ich habe heute mit deiner Tochter geredet. Sie ist ein nettes Kind. Ich fände es schade, wenn ihr was passiert. Also bau bitte keinen Mist. Wie kannst du so? Dann hilf ihr da raus, bitte. Lilia, mein Boss wird das nicht zulassen. Es liegt in deiner Hand. William, okay. Wenn es morgen gut läuft, haben wir vielleicht alles, was wir brauchen. Wenn wir unserem Kunden so nicht auf die Spur kommen, brauchen wir die Daten zurück. In dem Fall musst du uns mit dem Hack helfen. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen werden. Ich muss zugeben, es war ziemlich mutig von dir, deinen Partner zu beschützen. Selbstlos, könnte man fast sagen. Das glaube ich nicht. Egal, was du dir einredest, am Ende des Tages tun wir nur Dinge, von denen wir uns einen Vorteil versprechen. Manchmal verstecken wir unseren Egoismus hinter schönen Phrasen, aber am Ende steht hinter allem nur Selbstsucht. Sehe ich anders. Das ist eine bequeme Rechtfertigung für die grausamen Dinge, die du tust. Aber im Endeffekt, da habe ich auch mal einen Philosophie-Podcast, glaube ich, war das, gehört. Da ging es auch um das Thema. Und die haben das richtig gut begründet, dass man eigentlich alles tut, eben doch aus einem Egoismus heraus. Und auch wenn man so nach wirklich selbstlos irgendwas macht, steckt ja immer doch das große Ganze auch im Hinterkopf, was du dann für dich selber auch anstrebst. Und so haben die das dann halt auch als Egoismus begründet. Fand ich recht interessant. Man kann seinen Nihilismus auch als Schutzschild benutzen, genau wie seine Religion. Es ist bequem, wenn man sich einredet, dass alles egal ist. Das macht es leichter, in dieser Welt zu leben. Genau. Aber selbst du möchtest nicht, dass Laura etwas passiert. Du versuchst, dein Gewissen zu ignorieren, aber an irgendeinem Punkt wirst du dich damit auseinandersetzen müssen. Nicht, wenn ich vorher sterbe. Gut, es war schön mit dir. Meine Pause ist vorbei, ich muss noch einiges erledigen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Erstmal einen Kasten Bier klauen. Was muss ich jetzt machen?
Steige in den Zug. Oh, wir haben neue E-Mails. Ed, Hafenplatz. Hallo, hier ist Ed, der vom Hafen. Wollte mich nochmal bedanken, dass Sie mir meinen Hafenplatz zurückgekauft haben. Hab heute Abend ein Bier im Roten Hering getrunken mit meinen Freunden Fred und Quinn. Wenn Sie mal im Hafen sind, kaufe ich Ihnen auch eins. Ed. Oh, das ist süß. Hey, was hatte ich als Ziel? Steige in den Zug? Ja. Mist. Hier schon wieder zu dem Bahnhof. Hier lang. Ha! Konrad? Wie ist es gelaufen? Irgendwas Neues von Moors Frau? Nein, nicht wirklich. Wenn Moor wirklich hinter allem steckt, dann weiß sie von nichts. Fuck! Der zweite Anschlag soll morgen früh stattfinden und wir sind immer noch völlig ahnungslos. Wie zur Hölle kann es sein, dass wir diese Arschlöcher einfach nicht kriegen? Das Einzige, was wir tun können, ist die Security auf Gara zu verstärken. Um zu hoffen, dass sie nicht durchkommen mit ihrem Anschlag. Geh nach Hause und ruh dich aus. Wir reden später. Dann mal gucken, was wir noch für Akten offen haben. Ich machte mir Vorwürfe, weil ich Zora und nicht dem CDI vom nächsten Anschlag erzählt hatte. So viel konnte schiefgehen, wenn sie und ihre Leute Moore abfingen. Ich wollte nicht, dass sie ihn mitnahmen oder, schlimmer noch, ihn verpassten und den Anschlag nicht verhinderten. Versteh mich nicht falsch, ich wollte Laura beschützen und das bereute ich nicht. Dafür das Leben von unschuldigen Menschen zu gefährden, war allerdings auch nicht akzeptabel. Einen anonymen Tipp beim CDI oder bei der Polizei abzugeben, war keine Option. Zora würde sofort ahnen, wer dahinter steckte. Es gab nur eine Möglichkeit. Ich musste selbst zum Tempel fahren, um das Schlimmste zu verhindern. Mitten in der Nacht machte ich mich auf den Weg, in der Hoffnung, dass es nicht schon zu spät war. Tja, da müsste ich wissen, wo der Tempel ist. Hey, mach die Bucht auf. Gab keinen Kaffee, aber rauchen kann man in dem Spiel. Guten Abend, ist der Tempel geöffnet? Na, tut mir leid, aber der Tempel ist bis 6 Uhr morgens geschlossen. Könnten Sie mich ganz kurz reinlassen? Es wäre mir sehr wichtig. Passe auch nichts an. Worum geht es denn? Seit der Ankündigung der Befreier haben wir striktere Vorschriften. Das sind beängstigende Zeiten für uns Savianten. Letzte Nacht hat jemand Fuck Savians in eine der Tempelwände gesprayt.
Ich habe beim